Als erstes möchte ich euch meinen Spielplatz vorstellen. Die Rechner sind nun eingeschaltet und ich möchte euch mal zeigen, was ich zum Fliegen so benötige. Zuerst habe ich hier einmal meinen Hauptmonitor auf einem Fernseher. Dort habe ich das Cockpit von einer Twin Otter DHC-6. Links daneben auf einem weiteren Schirm habe ich zwei Programme geöffnet. Das linke Programm ist ein Kommunikationsserver, wo ich mit anderen Mitspielern mich unterhalten kann. Rechts habe ich ein Radarbild. Hier kann ich genau erkennen, wer überhaupt aktiv im Moment spielt. Wenn wir uns das mal etwas näher anschauen, hier haben wir zum Beispiel die roten Schriften, das sind andere Piloten, die gerade jetzt spielen. Die grünen Buchstaben sind Bezeichnungen von aktiven Flugplätzen, wo also jemand gerade gestartet ist oder gerade jemand hinfliegen möchte. Die runden Kreise beschreiben Flugplätze, wo jemand Flugplatz spielt. Das heißt, da spielt jemand den rollenden Verkehr und auch den Tower sowie den abfliegenden und ankommenden Verkehr. Das große blaue Feld ist eine Radarüberwachung. Hier spielt jemand Langstreckenradar und hat einen ganzen großen Sektor, den er bedient. Dort melden sich alle Flugzeuge und fragen nach diversen Vorkommnissen, nach Wetter und alle Informationen, die man so in der Luft für diesen Raum benötigt. Hier habe ich noch ein iPad. Auf diesem iPad kann man ganz gut erkennen, der Flugplatz Düsseldorf, und dort ist auch ein kleines Flugzeug. Das ist direkt meine Position, wo ich mich momentan in meinem Spiel befinde. Alle Instrumente, die hier angezeigt sind, funktionieren natürlich und zeigen genau den Stand aller Dinge an. Hier in der Mitte sind alle Parameter von den Turbinen, rechts sind alle Funk- und Empfangsgeräte und unten sieht man mit der grünen Schrift den GPS und darunter den Flight Director. Das ist das Verbindungsglied von allen Bordcomputern und Informationssystemen, die nachher auf die Flugsteuerung zugreifen und diese bedienen. Hier habe ich noch ein zweites iPad, ein sogenanntes EFIS, ein elektronisches Fluginformationssystem, aus dem alleine hunderte von Parametern abgelesen werden können, die für den Flug nötig sind. Natürlich habe ich extern eine Tastatur, mit der kann ich auch noch das Spiel beeinflussen. Und, Entschuldigung, und natürlich ein Joke, das ist das Steuerrad im Flugzeug, sowie Pedale, mit denen ich die Ruder betätigen kann und die Bremse links und rechts. Das Herz meines Flugzeuges, das ich hier fliege, eine Twin Otter, ist ein externer Joystick, den ich mir selbst gebaut habe, auf dem sämtliche Funktionen, die für die Maschine nötig sind, ausgeführt sind. Hier haben wir also Unmengen Schalter für die Beleuchtungen, für die De-Enteisung, für die Klappensteuerung, die Schubregler sowie die Kraftstoffzufuhr und auch die Propellereinstellung. Natürlich ist hier auch ein Panel, womit ich die Turbinen starten kann, die Batterie-Hauptschalter einschalten kann und diverse Geräte, die ich während des Fliegens benötige. Wie man hier auf dem Bild sehr schön sehen kann, befinden wir uns in Düsseldorf. Dort ist der Tower von Düsseldorf. Von hier aus möchte ich nachher abfliegen. Doch bevor wir überhaupt losfliegen können oder ich losfliegen kann, bedarf es einer Menge Vorbereitungen, nämlich die gesamte Flugplanung. Ohne die geht in der Realität nichts und auch in meinem Spiel gehört das zu den Hauptaufgaben des Spiels.
Das Fliegen nachher selbst, das ist nur noch ein bisschen mechanisches an den Rudern drehen und Pedale treten. Aber das wirkliche Können liegt eben in der Vorbereitung und darin, genau zu wissen, was man tut, wann man was tut, wohin man fliegt und wie man auch tatsächlich da ankommt, wo man hin möchte. Mich fasziniert bei dem Fliegen ganz besonders der Sichtflug, weil man sieht etwas und ich liebe es besonders aus dem Fenster zu gucken, denn bei meinem Flugsimulator habe ich ganz viel Fotoszenerie. Das heißt, ich kann aus dem Fenster gucken und sehe unten alle Straßen, Autos, die da fahren, Häuser, Wälder und eigentlich eine Menge. Aber das werden wir nachher noch sehen, wenn wir einmal fliegen. Wie auch beim Navigieren auf dem Wasser benötigt man hier keine Seekarten, sondern Flugkarten bzw. Landkarten, auf denen ganz viele Details zum Fliegen eingetragen sind. Wenn wir uns hier diese Karte mal anschauen, ich gehe mal etwas näher, haben wir hier Düsseldorf und dort sehen wir in der Mitte in dunkelblau so schon zwei Landebahnen. Das etwas rot eingefärbte ist die Kontrollzone Düsseldorf, in der müssen wir uns ganz genau daran halten, was uns der Controller aus dem Turm sagt, wo wir langfliegen dürfen, in welcher Höhe, in welche Richtung und wie wir uns zu verhalten haben. Von hier aus können wir dann quer durch Deutschland navigieren, wohin wir auch immer fliegen wollen. Wenn wir in Düsseldorf starten, benötigen wir erst einmal Detailkarten. In einem gesonderten Ordner habe ich ganz viele sogenannte Anflugblätter gesammelt, die man sich im Internet herunterladen kann. Hier haben wir wieder den Luftraum Düsseldorf und hier sind die beiden Landebahnen zu sehen. Ich benötige aus diesem Ordner natürlich nicht nur die Anflugkarte, die mir den Anflugraum näher zeigt, sondern ich benötige auch den Ground, nämlich wie sieht es unten auf dem Boden aus. Hier gibt es mehrere Karten, die man sich dafür anschauen muss, wie hier zum Beispiel die Abbildung all der Rollbahnen. Und wenn man weiter ins Detail geht, sieht man auch all die kleinen Straßen, die hier bezeichnet sind mit L9, L8, L7. In der Luftfahrt heißt das dann Lima 9, Lima 8 oder Kilo 5. So werden die Buchstaben nach dem NATO-Alphabet genannt. Denn diese Information wird uns der Lotse nachher geben, wo wir langrollen dürfen, um zu welcher Bahn, von der wir starten sollen, hinzurollen. Das gleiche benötigen wir dann auch von unserem Zielflugplatz. Da kommen wir dann später zu. Zur Flugvorbereitung und nachher zum Abfliegen der Wege habe ich so ein Klemmbrett, auf dem ich erst einmal alle Teile sammle, die ich für meinen Flug benötige. Zuerst klemme ich mal die Karten von Düsseldorf hier drauf, denn die brauche ich ja zwischendurch, beziehungsweise ganz am Anfang, wenn wir abfliegen und starten wollen. Um den Weg von dem einen zu dem anderen Flugplatz zu finden, könnte ich die Karten, die wir ja gerade schon angesehen haben, benutzen und dort mit Zirkel, Bleistift und Lineal meinen Flugweg einzeichnen. Das ist aber sehr aufwendig und außerdem würde ich nachher alles wieder wegradieren müssen, damit ich dann den nächsten Flug wieder planen kann. All diese Flugplanung kann man selbstverständlich online machen. Das wollen wir jetzt auch mal tun. So, ich habe hier mal ein Programm geöffnet, mit dem man Routenplanungen in der Luft machen kann. Ich habe bereits mal eingegeben, dass wir hier von Düsseldorf starten wollen nach Lippstadt-Paderborn. Nun ist es aber so, dass man nicht einfach den direkten Weg fliegen kann, sondern man muss sich an gewisse Regeln halten. Um jetzt von Düsseldorf zu starten, müssen wir erst einmal diese rote Kontrollzone verlassen. Und das können wir am besten tun, indem wir hier über N, das nennt sich der Pflichtmeldepunkt November, den beziehen wir jetzt mal in die Route mit ein. Und schwupp, hier fliegen wir jetzt von der Hauptlandebahn
zum Ausflugpunkt oder Pflichtmeldepunkt November. Von da aus ist es vielleicht das Einfachste zu navigieren. Wir fliegen hier in diese Richtung zu diesem Funkfeuer, was da heißt Hotel Mike Mike. Das klicken wir auch mal an, dann ändert sich die Route sofort auf diesen Punkt. Ferner möchten wir dann ja nach Paderborn-Lippstadt und das ist wieder rot, das ist eine Kontrollzone. Das heißt, wir müssen wieder über einen Pflichtmeldepunkt einfliegen und da nehmen wir wieder November. Damit haben wir ganz einfach schon mal unsere Route geplant. Von Düsseldorf zum Pflichtmeldepunkt November Düsseldorf, dann zum Funkfeuer Hotel Mike Mike, von dort aus dann zum Pflichtmeldepunkt November und dann in die Kontrollzone Paderborn-Lippstadt. Bei diesem Flug müssen wir uns einmal hier an die rote Zone halten, das heißt, wir werden einen Mitspieler haben, der uns sagt, wie wir uns da zu verhalten haben. Nachdem wir die Kontrollzone verlassen haben, können wir selbstständig bis zu dem Funkfeuer fliegen und können von dem Funkfeuer dann wieder zur Kontrollzone Paderborn-Lippstadt fliegen und von da aus werden wir wieder von dem Controller Paderborn-Lippstadt begleitet und angewiesen, wie wir denn auf dem Flugplatz zu landen haben. Dieses Programm ist gleichzeitig in der Lage, uns alle Daten, die wir zum Fliegen benötigen, auszudrucken. Das werde ich auch direkt mal machen. Ich brauche also nur auf Laden und hier Flugdurchführung drucken zu drücken. Schon wird alles erstellt und wir bekommen ein fertiges Flugformular, mit dem wir arbeiten können. So, nun haben wir hier unser Flugformular, wo alle Dinge drin sind, die wir für den Flug benötigen. Wenn wir hier unten nochmal schauen, steht wieder Düsseldorf, unser Abflugplatz. Der Ausflug ist über November, über das Hotel Mike, Mike VOA Funkfeuer, dann nach November vom Flugplatz Paderborn-Lippstadt zur Landung. Hier zwischendurch sehen wir die Kurse, die wir fliegen müssen. Es steht hier die Gesamtstrecke, die Teilstrecken dafür, bis wir dann auf dem Flugplatz sind. Ganz besonders gut an diesem Formular ist, dass wir zum Beispiel hier oben alle Funkfrequenzen bekommen. Nämlich für Düsseldorf ATIS, also für die Wettervorhersage, haben wir hier direkt die beiden Funkfrequenzen. Düsseldorf Delivery benötigen wir nicht. Düsseldorf Ground, das sind die, die uns sagen, wo wir lang rollen dürfen auf dem Düsseldorfer Flugplatz. Dafür haben wir auch die Funkfrequenzen, sowie die Funkfrequenz für den Düsseldorfer Tower, der uns dann eine Freigabe gibt, dass wir starten dürfen. Ferner haben wir hier auch von unserem Zielflugplatz die entsprechenden Funkfrequenzen, ATIS wieder für das Wetter, Tower und Ground zum Rollen. Ganz wichtig ist, das Funkfeuer, was wir zwischendurch anfliegen wollen, nämlich Hotel Mike Mike, das ist das Funkfeuer Hamm und hier haben wir auch die Frequenz, die wir dann einstellen können, damit wir das Funkfeuer finden. Hier steht noch die Reichweite, denn wenn wir weiter weg sind als 40 nautische Meilen, können wir es nicht anpeilen. Wir müssen also erst einmal in den Umkreis von diesem Funkfeuer fliegen, damit wir das empfangen können und nach diesem Funksignal fliegen können. So, diesen Plan druck ich mir aus und dann habe ich den natürlich auch wieder auf meinem Klemmbrett, weil dort stehen alle notwendigen Daten, die ich vielleicht zwischendurch benötige oder für den Flugablauf brauche. Für die Durchführung der Funksprüche habe ich mir einen Funkzettel erarbeitet, auf dem ich einige Dinge notiere. Zum einen mein Rufzeichen. Man fliegt ja immer mal unter einem anderen Rufzeichen, von daher schreibe ich immer das aktuelle oben drüber.
Das ist hier der Friese 7.3. Darunter habe ich die ganzen Frequenzen für die Stationen, die ich anfunken möchte, geschrieben. Hier ist es Düsseldorf. Die nächste Zeile beinhaltet die Wetterinformationen, die ich aber noch einmal gesagt bekomme, aber im Vorfeld schon einmal herausgesucht habe. In dem unteren Teil steht noch einmal, wer ich bin, was für ein Flugmuster ich fliege, was ich vorhabe, wo ich mich befinde und was ich gerne machen möchte. Dasselbe habe ich natürlich auch schon für Paderborn gemacht, auf der Rückseite, wie man hier gut sehen kann. Dann wollen wir das auch mal tun. Ich werde mich erstmal beim Tower anmelden und gucken, dass ich eine Freigabe bekomme. Düsseldorf Tower, schönen guten Tag, Friese 7.3. Friese 7.3, der Turm. Ja. Der Friese 7.3, eine DHC-6. VFR von Düsseldorf nach Paderborn. Ausflug über November. Meine Position ist ja allgemeine Luftfahrt. Information Bravo ist an Bord. Er bitte rollen. Friese 7.3. Friese 7.3, Information Bravo ist korrekt. Wunderbar. 1022 ist der Abflug von Kreuzung in die 2-3. Ja, bitte wiederholen, kam gestückelt nur an. Friese, ja, bitte wiederholen. Ich weiß nicht, ob es bei dir oder bei mir ist, aber dein Ton kommt gerade sehr gestört an. Ja, ich hatte gerade auch nur sehr schlecht stückweise. Ist es jetzt besser? Friese 7.3, Düsseldorf. Ja, Friese 7.3, ich kann Sie aufnehmen. Verstehen Sie mich auch? Friese 7.3. Friese 7.3, jetzt. Ja, jetzt wieder 5 von 5. Ist ein Abflug von 7.5 bis 2.3 links. Ja, bestätige, Abflug von Lima 5 ist möglich, Friese 7.3. Friese 7.3, dann Information Bravo, wie gesagt, korrekt. Rollen Sie zum Rollheizung des 2.3 links über Mike und Lima 5. Ja, Rolle über Mike zu Lima 5, Piste 2.3 links. So, ich rolle jetzt über Mike nach Lima 5 und kann dort starten von der 2.3 links. Also rollen wir erst einmal dahin und dann werde ich mich wieder bei dem Tower melden. Sie sind drei von der Politik.
die Kontrollzone über November, Regenkurve genehmigt. Der Wind 33 Grad, 2 Stunden, 2 Lichtschlagkraft. Ja, Piste 2-3 links, Start frei, Verlassung der Kontrollzone über November, Rechtskurve genehmigt, Friese 7-3. So, wir haben jetzt die Freigabe gekriegt, schon zum Starten. Hier ist unsere Auffahrt Lima 5. Rechts ein. Und ich mache nur einen ganz kurzen Stopp, setze meinen Transponder auf aktiv und jetzt gehen wir Richtung Piste und starten. Vorher schauen wir noch mal schnell nach rechts, da ist nichts und links ist auch frei, also können wir jetzt auflaufen und starten. Ich setze schon mal einmal ein bisschen die Klappen, damit wir einfacher in die Luft kommen. Jetzt gebe ich vollen Schub. Oh, ich habe keinen Schub, das ist nicht so gut. Jetzt kriege ich Schub, löse die Bremse und ab geht's. Klappe sind 10 Grad draußen. Bisschen ist zu Ende, jetzt muss ich auch langsam Gas geben und anziehen und jetzt können wir auch steigen. Ich drehe jetzt sofort nach rechts, weil die Freigabe nach rechts zu drehen haben wir bereits bekommen. Oh, da das Piepsen ist schon so, jetzt muss ich schon mal ein bisschen Schub wegnehmen, sonst kriegen wir gleich einen Kolbenfresser. Die Klappen können auch wieder weg. Ein bisschen Schub haben wir. Ich übernehme jetzt mal den Autopiloten, schalte ich ein, den Flight Director, und sage ihm schon mal, er soll auf jeden Fall diesen Kurs halten. Das macht er. Die Flughöhe übernehmen wir auch direkt mit. Und nun wird er... So, wir sind jetzt etwas zu schnell, da kann ich schon ein bisschen Gas wegnehmen und sehe zu, dass beide Turbinen gleich schnell laufen. Das kann ich hier sehen an den Drehzahleinstellungen.
Rechts gerne noch ein bisschen zurücknehmen. So, wir fliegen nun auf die Wannheimer Brücke. Da ist der Pflichtmeldepunkt November. Und wenn ich dort bin, muss ich mich wieder melden beim Tower und ihm sagen, dass ich an diesem Pflichtmeldepunkt bin. Und kann mich dort abmelden. Und er wird mir guten Flug wünschen. Und ich bedanke mich dann für den Service. So, es wird noch etwa 2 Minuten dauern, dann sind wir an diesem Punkt. Hier vorne ist direkt die Mannheimer Brücke. November in 1350 Fuß, Friese 73. Friese 73, verlassen wir das Köpfchen. Nehme ich dich noch einen schönen Flug, schönen Abend. Ja, aber verlassen der Frequenz genehmigt. Friese 73, herzlichen Dank für den Service. Tschüss. So, jetzt sind wir auf uns selbst gestellt und haben uns bei dem Tower abgemeldet. Das hat ja ganz gut geklappt. Es war jetzt auch noch gar nicht viel los, dann können die kleinen Flieger auch wunderbar rausfliegen. So, wenn wir unseren Flugplan jetzt anschauen, wir wollten nun ja gemäß unseres Flugplanes zu dem VOA Hamm fliegen. Das VOA Hamm habe ich hier schon in der Frequenz eingestellt auf NAV 1, das ist das Kommunikationsgerät. Und ich habe gleichzeitig eingestellt, dass ich das VOA aus, sagen wir mal... Door 5, welcome to Düsseldorf, Victor 28 by Papa. So, ich bin immer noch auf der Frequenz. Ich wechsle jetzt mal auf die Unicom-Frequenz. Das ist die Frequenz, die man benutzt, wenn man alleine fliegt, dort kann man immer noch angesprochen werden. Dann stört uns jetzt auch nicht mehr der Controller von Düsseldorf. So, da hinten rechts sehen wir schon Hamm-Üntrop, das Atomkraftwerk. Und ich drehe jetzt mal hier hin, dass wir unser VOA ungefähr so anfliegen, und zwar aus einer Richtung von 60 Grad. Jetzt sage ich hier unserem Bordcomputer, dem Flight Director, er soll das Signal übernehmen, wenn wir im Bereich von 60 Grad auf dieses VOA anfliegen. Jetzt wird elektronisch gemessen, wann wir das erreicht haben, und dann schwenkt der Flight Director automatisch in diese Richtung ein. Ich kann jetzt eigentlich die Füße von den Pedalen nehmen, die Hände vom Steuer wegnehmen und mich jetzt darauf freuen, dass wir in der Luft sind und schön aus dem Fenster gucken können. So, ich hoffe, dass wir hinter dem Atomkraftwerk nachher nach rechts drehen. So sollte das eigentlich sein. Jetzt habe ich meinen Funkzettel abgearbeitet, den von Düsseldorf. Und ich kann jetzt den anderen nehmen, das ist der für Paderborn-Lippstadt. Jetzt überprüfe ich gleich auf dem Flug dorthin nochmal die Funkfrequenzen, ob die stimmen. Und dann werden wir sie korrigieren oder wir lassen sie so, wenn das stimmt.
holen das Wetter ein und dann können wir gemächlich dort anfliegen. So, es wird nicht mehr lange dauern, dann wird der Flight Director mit Sicherheit den neuen Kurs einstellen. Ich schließe hier auf dem linken Monitor mal das Fenster von Düsseldorf und suche mir jetzt den Flugplatz von Paderborn aus. Der müsste irgendwo hier rechts sein und er sollte auch mit einem blauen Punkt versehen sein. Jawohl, hier ist er schon. Der blaue Punkt sagt, dass wir den anfliegen und dass dieser Flugplatz jetzt aktiv mitspielt. Leider ist da kein Luftverkehr oder ATC, also Air Traffic Control. Das heißt, wir müssen den behandeln, als wäre da keiner und das wäre ein ganz normaler Infoplatz und fliegen den dann so an. Leider hat man das nicht immer so, dass beide Flugplätze, die man benutzt, auch tatsächlich besetzt sind. Jetzt dreht der Flight Director automatisch auf unser Funkfeuer ein. Wir können das hier an dem Instrument sehr schön sehen. Das Flugzeug wird so lange drehen, bis der gelbe Pfeil nach oben zeigt. Dann stellt es sich wieder gerade, das Flugzeug, und wir fliegen direkt in Richtung Kernkraftwerk bzw. VOA Hamm. Wenn wir gleich rechts aus dem Fenster gucken, werden wir das Atomkraftwerk ganz gut sehen können. Hier ist es genau voraus und das werden wir wohl gleich überfliegen. Da man das aber in der Realität gar nicht darf, wäre es natürlich richtiger, jetzt nicht mehr über die automatische Steuerung des VORs zu fliegen. Das hätten wir also eigentlich berücksichtigen müssen schon bei der Flugplanung, weil über Atomkraftwerken darf man nicht fliegen. So, ich stelle jetzt meinen Kompasskurs neu ein und gehe einfach mal ein bisschen weiter nach rechts und sage dem Flight Director hier unten wieder, er soll nicht nach dem VOA fliegen, sondern er möge bitte nach dem Kompass fliegen. Das bedeutet, ich drücke einfach nur einmal drauf und er schaltet um und fliegt nun den eingestellten Kompasskurs und nicht mehr den Kurs, den das Funkfeuer uns jetzt vorgibt. Ich rufe jetzt auf dem linken Schirm mal Paderborn auf. Hier können wir auf dem Anzeigeblatt sehen, dass kein ATC vorhanden ist und nur ich, hier steht es, Friese 73, fliegt nach Paderborn. Ansonsten ist kein Flugzeug unterwegs dorthin. Wir können dann also einen ganz normalen Anflug mit einer Platzrunde machen und wir brauchen auf gar nicht viel zu achten. Um zu wissen, wie wir uns verhalten müssen, ist es jetzt ratsam, sich schon mal entsprechend die Karte für Paderborn rauszunehmen. Hier haben wir die Karte und wir werden von hier oben trotzdem von November kommen, werden zu den Bahnen fliegen und dann eine rechte Platzrunde fliegen, um auf die Bahn 24 die anzufliegen und dort zu landen. Hier links sehen wir sehr schön das Atomkraftwerk mit den drei großen Schornsteinen und auch mit den vielen Kühltürmen. Das ist einer der Gründe, warum ich so gerne Sichtflug fliege, weil man eben sehr viel sehen kann. Jetzt müssen wir noch mal eben ein bisschen nach den Instrumenten gucken. Wir haben hier die Propellertemperatur ein wenig hoch. Wir fliegen mit fast 140 Knoten Geschwindigkeit, also ziehen wir die Regler ein bisschen zurück, weil wir können durchaus langsamer fliegen. Jetzt kommen auch hier die Zeiger wieder in den grünen Bereich und wir brauchen keine Angst haben, dass wir die
Turbinen kaputt fliegen. So, jetzt ist links sehr schön das Atomkraftwerk hier zu sehen. Da wir ja einen Online-Flug machen, dürfen wir auch nicht so nah ran, um uns das näher anzusehen. Da müssen wir schön wegbleiben. Hier befindet sich unser GPS, was ich mal ein bisschen näher ranhole. Das ist unser GPS. Wir können jetzt hier allerhand ablesen. Nämlich wir fliegen mit einem Kurs von 187 Grad magnetisch. Und da hier nichts eingestellt ist, zeigt er uns auch ganz wirre nautische Meilen an, nämlich 3100 und 999 Minuten brauchen wir. Aber wir machen jetzt Folgendes, wir gehen jetzt mal auf den Airport, dass wir einen Airport eingeben wollen und können hier mit den Tasten entsprechend die Buchstaben auswählen. Wir geben hier einfach mal Paderborn ein. Paderborn hat den Kürzel ED, jetzt muss ich schon wieder schauen, LP. LP. Und hier steht jetzt auch automatisch schon Paderborn Lippstadt. So, schalten wir mal wieder zurück in unser Cockpit. Und hier unten sehen wir jetzt den GPS mit einer roten Linie, der uns direkt anzeigt, wo der Flugplatz ist. Es gibt jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, dass wir einfach den Kurs ändern, indem wir gar nicht warten, bis wir an diesem VOA sind, sondern wir könnten auch hier umstellen und sagen, wir möchten nach GPS fliegen, stellen den hier auf GPS und sagen wieder Localizer und nun dreht das Flugzeug automatisch zu den GPS-Koordinaten von dem Flugplatz, den wir gerade eingegeben haben. Hier unten erkennt man sehr schön, dass jetzt der rote Strich immer weiter voraus zeigt und so wissen wir auch, wo ganz genau der Flugplatz von Paderborn liegen wird. Das Flugzeug versucht nun, diese rote Linie zu fangen und wird dann genau auf der roten Linie fliegen, um zu dem Flugplatz zu gelangen. Da der Film leider jetzt schon 45 Minuten beträgt, möchte ich an dieser Stelle aufhören und auf den zweiten Teil die Landung in Paderborn verweisen. Ich wünsche euch gute Unterhaltung auch bei dem zweiten Teil.